Haben wir größtenteils gar nichts gemacht, außer Netflix geguckt und Super, gesoffen. eine Wolke. Eine Wolke, ja, da vorne kommt eh die Kanone, alles gut, behalt's einfach. Und somit war es relativ langweilig. Du musst nur reinkommen, bevor sie dich klein macht. Okay, das war wohl nichts. Moin Leute, was geht? Und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart Wii seit, ja, einer gefühlten Ewigkeit mal wieder. Am 24.11. wurde das letzte Video aufgenommen. Und ja, tatsächlich sind wir heute endlich mal wieder bei Mario Kart Online, nehmen Video für euch auf, und zwar Julia und ich. Ja, Julia wurde gerade ein Video übrigens. Was man noch ganz kurz dazu sagen kann, eigentlich sollte dieser Part schon zweimal aufgenommen sein. Wir haben schon zweimal versucht, dieses Video aufzunehmen und waren jedes Mal fertig und einmal hat die Aufnahme gesponnen und das zweite Mal habe ich die Capture Card umgelatscht und da ist die Aufnahme abgebrochen worden. Und ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass dieses Video dann tatsächlich auch mal euch erreicht, nämlich auf YouTube, ne? Wäre auf jeden Fall mal was Feines. Übrigens, Grüße gehen raus an Luigi, aka RCC, Luigi 187, ne, Spaß, 87 nur, lol. Und ja, wir haben jetzt mit Luigi auch schon ein bisschen gezockt und eigentlich ist es ganz gut, dass er dabei ist, denn darum ist es auch eher so gesehen ein Teil vom Thema dieses Parts. Wir haben immer jetzt mal in letzter Zeit ein bisschen mit ihm gezockt und ich habe auch gesagt, also ich habe immer mal mit ihm geschrieben und habe gesagt, dass ich ja, bald wieder aktiver Videos bringe. Und somit hat er dann so gesehen als Willkommensgeschenk, willkommen zurück oder sowas in der Art, zwei Best-ofs von mir gemacht, die ich euch an der Stelle mal verlinken werde oder wahrscheinlich eher in der Beschreibung, weil ja, ich werde es höchstwahrscheinlich im Video, ich weiß gar nicht mehr, ob das geht mit Sprechblasen, aber ich denke mal, das geht nicht mehr. Also ich werde es euch in den Kommentaren auf jeden Fall schön verlinken und dann könnt ihr euch das angucken. Sind auf jeden Fall ganz gut geworden, finde ich. Und Julia fand es auch lustig, oder? Und ja, danke an der Stelle an Luigi, dass du die Best-ofs gemacht hast. So, wäre das dritte Runde, wäre es wunderschön, dann wäre ich jetzt nämlich richtig schön Erster gewesen. Aber nein, es kommt nur Rachel und es kommt Luigi und es kommt alle. Oh, einer hat Disconnect. Nee, der ist bei dir. Hey, was hat der denn gemacht? Ich hab gefahren, oder? Der, hä? Das war voll komisch. Der war die. Der. Luigi laggt. Oder wir laggen. Nein, wir laggen bestimmt. Oh Gott, Luigi fährt hier überall drüber. Was ist denn hier los? So, naja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Glaub's Fall, nicht. dass. Was ist denn bei dir los? Ja, ich wurde da hingeschubst. Oh, ich habe den Wurde ersten. getroffen. Ja, nochmal getroffen. Luigi und ich werden Top 2 wahrscheinlich. Du hast einen Goldpilz, nice. Oh nein, Luigi muss mich verteidigen. Nein, mein Nunchuck geht nicht! Warum geht mein Nunchuck jetzt nicht? Es tut mir so leid. Und wow. Wow. Es hat wieder mal alles versaut. Luigi lässt uns auch noch vor. Ach man, noch Luigi. Ach scheiße. Weißt du, wieso geht der Nunchuck nicht? Ich konnte nur noch geradeaus fahren. Auch so ein Bullshit. Ach warum? Ich habe übrigens wieder ein paar VR bekommen. 8700 hat man gerade, aber ja, die sind jetzt weg. Um genau zu sein, hat man 8699. Oh, 5 Spiele, ach nee, ach nein. Na gut, dann können wir wenigstens ein gutes Thema besprechen, so gesehen. Es gibt nämlich einiges zu sagen seit dem 24.11., wo ich das jetzt Video hochgeladen habe. Und das machen wir dann im nächsten Teil, würde ich sagen. So, Pilzschlucht, wie 4 von 5 Leuten gewählt haben, einer war zufällig. Und ja, womit fangen wir denn am besten mal an? Also, erstmal sind Julia und ich jetzt seit dem 1.12., also 7 Tage nachdem ich das letzte Video gebracht habe, zusammengezogen. Und somit wohnen wir jetzt, ja, wie man sich denken kann, zusammen in ihrer Heimatstadt. Also ich bin weg vom Dorf und wir wohnen jetzt in der Stadt, ja. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, wir haben jetzt eine Wohnung zusammen, ne? Und ich schieb's jetzt nicht darauf, dass so lange keine Videos kamen, aber wir haben ein paar Probleme mit Internet noch und ich habe auch meinen PC nicht dabei, deswegen nehmen wir gerade übrigens über Julias Laptop auf, also über Julias Laptop schneide ich dann und darüber nehmen wir gerade die Audios auf, also die Audio, ne? Und ja,
Julia prügelt sich mit dem Ihan, wie man sieht. Lucci ist irgendwie... Lucci ist weg. Lucci hat Disconnect. Super. Was? Wie konntest du denn da noch wegfahren? Du standest eigentlich in der Bombe, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich hasse mein Leben. Was ist mit dem Nunchuck los? Was ist jetzt mit dem Nunchuck ohne Kack? Ich verstehe es nicht. Ach man, das ist doch so unnötig. Und Lucci hat Disconnect, also der Part, das ist schon wieder richtig nice hier. Viele Leute hatten auch gesagt, dass RCC ausgestorben ist oder keine Ahnung, aber trotzdem spielen noch relativ viele mit dem Tag. Wir haben auch gestern Kyuki gesehen, zwar nicht mehr mit dem Tag, aber wir haben gestern mit Lucci ein bisschen gezockt und da ist dann Kyuki auch noch gejoint, als er gesehen hat oder gemerkt hat, dass wir online waren. Und das war auf jeden Fall ganz lustig und die Ratchet gehen natürlich da vorne drüber, super. Ich denke mal, Lucci wird jetzt auch wieder nachjoinen gleich. Und ein Riesen. Ja, okay, scheiße, du kannst keinen Blitz bekommen, schade. Ein Blue-Shirt kannst du aber bekommen. Ja, oder ein okay, doch. Oh, ich habe auch eine Blue-Shell. Komm, treff einen von den beiden noch vorher. Ja. Kannst du nochmal abschießen oder so? Ich habe nichts zum Abschießen. Schade. Kannst du mich vorlassen? Dankeschön. Ja, mach ich doch. Okay, danke. Ich liebe dich, Baby. Nicht anknurren. Oh, ich habe mich vorgelegt von Sandro noch. Sehr schön. 6 Spiele, ja okay, besser als 5. Naja, gut. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall nicht ganz, wieso nichts kam. Ich hatte auch relativ Stress mit der Schule und auch erstmal die Eingewöhnung mit der Wohnung hatte dafür gesorgt, dass ich jetzt die letzten Monate wieder nicht viel hochladen konnte. Ich lasse es jetzt einfach mal drin übrigens. Ja, man kann es natürlich nicht ganz darauf schieben. Ich muss ja sagen, die Lust hat ein bisschen gefehlt, weil ja andere Sachen manchmal mehr Spaß machen als aufnehmen zum Beispiel und die letzten Videos auch nicht so viele Aufrufe hatten, aber das ist auch klar, weil ich in letzter Zeit nicht so viel hochgeladen habe. Dass ich 18 bin, sollte allerdings bekannt sein. Am 24.11. habe ich ja das Video hochgeladen und ja, scheiße, wir wählen nochmal Pilzschlucht, fuck. Ja, somit hatte ich hatte Thomas, also Thomas und ich hatten das auf jeden Fall angesprochen, dass ich Geburtstag hatte, deswegen sollte das auf jeden Fall bekannt sein. Und jetzt habt ihr halt noch die Info, dass ich mit Julia zusammen wohne, ja. Du futterst die ganze Zeit Müsli! Ja, ich hab Hunger. Ja. Nun könnte Schnitzel werden. Ja, ja. Es wurde gestern Abend verzehrt. Gut. Ne? Dann bin ich jetzt fertig mit dem, was ich größtenteils betreten wollte. Was kann man noch sagen? Schule, ja, funktioniert so halbwegs, sagen wir es mal so. Ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht, dass ich jetzt irgendwie das Jahr nicht schaffen würde oder sowas. Es funktioniert alles, sagen wir so. Ja, so. Was können wir jetzt noch machen, Julia? Saufen. Was, ja, saufen ist eine gute Option. Morgen geht die Schule wieder los übrigens. Wir haben den 6. Januar. Ach ja, von unserem Silvester können wir erzählen. Wir waren ja, bei ein paar Kumpels. Und war zwischendurch auch nochmal auf einer anderen Feier, da war es auch ganz cool. Wir wollten ja eigentlich dort super pennen. Wir wollten eigentlich dort schlafen, allerdings gab es da ein paar Komplikationen, weil der einen Hund und ein paar Katzen hatte und ich habe natürlich hier übelste Allergie, Asthma, alles mögliche. Ja, da geht das natürlich nicht, bei einem Hund zu schlafen und bei der Katze. Deswegen haben wir uns dann noch um 3:30 von meinem Onkel abholen lassen, weil ich nicht mit dem Auto gefahren bin. Wir hatten übrigens eine Woche sturmfrei davor. Weil meine Eltern zur Ostsee gefahren sind über Silvester und da waren wir bei meinen Eltern zu Hause und nicht in der Wohnung, weil ich noch einen Friseurtermin hatte. Okay, das waren jetzt sehr viele Infos, ich glaube, da blickt niemand mehr durch. Aber naja, war auf jeden Fall ziemlich nice im Endeffekt. Obwohl wir uns da abholen lassen mussten und das in einem ganz schön kleinen Kaff war, neben einer etwas größeren Stadt, aber im Endeffekt war es trotzdem ganz okay. Ja, die haben wir größtenteils gar nichts gemacht, außer Netflix geguckt und gesoffen. Super, eine Wolke. Eine Wolke, ja, da vorne kommt Ledikanone, alles gut, behalt's einfach. Und somit war es relativ langweilig. Du musst nur reinkommen, bevor sie dich klein macht. Okay, das war wohl nichts. Ja, so. Und ja, jetzt sind wir hier, jetzt nehmen wir mal wieder auf. Was man auch noch sagen kann, ich hab jetzt beide Grabber mit dabei in der Wohnung und auch beide Discs zum Installieren von dem Programm. Heißt, theoretisch könnte man mal über einen Stream nachdenken, allerdings mit dem Internet ist das, denke ich mal, noch ein bisschen weitergeholt. Also ich denke mal, dass es nicht geht.
also nicht wirklich reibungslos funktioniert, glaube ich. Ich werde es aber mal probieren, schätze ich mal. Aber auf dem Laptop von Julia übrigens. Und alles gut, du wirst nicht mehr überholt wahrscheinlich. Und schätzungsweise, keine Ahnung, ich werde es heute oder morgen werde ich mal die Programme installieren und dann werden wir mal gucken, ob das hier auch, ja, ob das auch läuft auf dem Laptop, weil das weiß ich auch nicht, weil Kompatibilitätsprobleme mit den Grammern hatte ich schon oft, das ist echt scheiße, aber ich habe alle Kabel dabei, die wir brauchen, also theoretisch könnte es ganz gut werden. Übrigens ist Lucci eigentlich Zweiter geworden, aber er hatte irgendwie Disconnect schon wieder. Läuft bei dir. Gut, dann machen wir jetzt noch ein Rennen und da wird so ein bisschen Random Talk geleistet. Waren das jetzt schon 3? Das waren 3 schon, oder? Ja. Keine Ahnung. Gucken wir auf die Aufnahmezeit. Keine Ahnung. 13 Minuten. Ja, es waren so ungefähr 3. Also bis gleich, Leute. So, ja, morgen geht's wieder los. Schule, Arbeit. Aber was dahinter liegt, sind natürlich die Ferien und das wollte ich auch mal so ein bisschen ansprechen. Wie waren denn eure Ferien insgesamt so? Ich muss sagen, uns waren eigentlich schon schön eigentlich, oder? Schön frei. Ja, schön frei. Eine Woche sturmfrei bei meinen Eltern war schon nice. Und ja, wie waren denn eure Ferien? Was habt ihr zu Silvester gemacht? Habt ihr ordentlich geknallt, Leute? Super. Ja, so eine kurze Frage an euch, das könnt ihr noch gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Silvester war. Mal gucken, wie ihr es verbracht habt. Wir waren, wie gesagt, bei Freunden, haben ein bisschen was gemacht. Aber mehr nicht, auch nicht wirklich gesoffen. Nur so ein bisschen. Also was, naja, eigentlich schon relativ viel, aber Julia und ich bauen langsam eine Resistenz auf. Und ja, was habt ihr gemacht? Also ich denke mal, die meisten werden bei sich irgendwas gemacht haben oder in Urlaub. In Urlaub sind bestimmt auch einige gefahren, schätze ich mal. Naja. Gut, Armsding. Ich hab den ganzen Part durchgelabert. Also Julia ist auch dabei nochmal, ne? Nebenbei. Ah! Ja, so, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Achso, wir hatten eigentlich geplant, also wir hatten ja schon 2 Fail-Aufnahmen davor, wo dann die Aufnahme nicht mehr funktioniert hat. Wir hatten im ersten Video vor, einfach nur genau dieselbe Challenge zu machen wie letztes Mal. Und zwar, dass wir hier jedes Mal einen Shot trinken, wenn irgendwas passiert. Da hatten wir uns auch schon komplett geeinigt und eigentlich war das Video auch komplett lustig, aber ist dann im Endeffekt doch nichts geworden, wegen, wie gesagt, den Aufnahmefehlern. Und im zweiten Video wollten wir genau das machen wie jetzt, dass wir darüber reden, ein bisschen über die Ferien und erstmal wieder so ein bisschen was zum Reinkommen erzählen. Ja, das wäre es eigentlich im Grunde, was ich noch dazu sagen wollte. Ich habe mir jetzt auch mal endlich ein PayPal-Konto gemacht, damit ihr mir theoretisch Geld senden könntet. Wenn ihr wollt, dass ich mir eine neue Mario-Kart-Wii-Disc kaufe, damit wir endlich wieder ohne Texturen online spielen können und auch mal den Wettkampf ganz normal hier zocken können. Das wäre auf jeden Fall nice, denn ja, ich würde echt gern mal wieder Mario Kart ohne Texturen spielen, ohne dass sich die Strecken aufhängen. Ich weiß mittlerweile fast gar nicht mehr, wie die Strecken normal aussehen. Ja, da könntet ihr auf jeden Fall Geld spenden und ja, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wer jetzt was übrig hätte oder keine Ahnung. Also es haben schon einige gesagt, dass Darky oder so mir was bei Streams spenden wollen. Ob das gemacht wird, ist natürlich die andere Frage, weil sagen kann es jeder, aber naja, ich wäre auf jeden Fall mal gespannt, was dann da zusammenkommen würde. Deswegen versuche ich jetzt auch in nächster Zeit zu streamen und werde dann auch dieses Konto freigeben dementsprechend, also euch die Möglichkeit geben, dass ihr das streamt. Und ja, das könntet ihr dann dementsprechend nutzen und uns finanziell so gesehen uns unterstützen. Allerdings, wie gesagt, versprochen, das erste Geld, was ich bekomme, geht für eine neue Mario Kart Wii Disc drauf. Also das machen wir auf jeden Fall so. Ja, Julia war auch da, wie gesagt. Okay, gut. Na, dann wär's das im Grunde auch. Übrigens 6666 Punkte, oder? Satan, lol. Gut, dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, wie eure Ferien waren. Und nochmal kurz zu der Sache mit dem Trinken. Wir hatten das eigentlich vor, weil wir so gesehen einen Challenge-Part machen wollten, der wie das erste Mal ist. Also wie das erste Mal, wo ich mit Julia aufgenommen habe zusammen, wo sie das mit den Winterfelgen gesagt hat und sowas auch in Lucci's Best-of ist. Und ja, so gesehen, nur dafür war das. Also, weil wir eigentlich
ja, euch auffordern wollten, dass ihr neue Challenges in die Kommentare schreiben sollt. Und das sollt ihr auch jetzt. Also denkt euch was aus und wir werden dann eine Challenge machen. Am besten eine, die man zu zweit machen kann. Das wäre super. Denn wir werden in Zukunft, denke ich mal, immer zusammen aufnehmen jetzt. Jetzt, wo sich die Möglichkeit ergibt. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eine Challenge in die Kommentare. Schreibt auch, wie eure Winterferien waren. Und ja, nochmal sorry, dass so lange nicht kam. Wir werden uns, also beziehungsweise, ja doch, wir werden uns Mühe geben, jetzt immer mal was hochzuladen. Und ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren könnt ihr natürlich auch gerne. Und ja, ciao Leute. Tschüss.